Es sollte möglich sein, etwas zu arrangieren. Kommt zum nördlichen Rand des Lagers. Dort werde ich jemanden hinschicken, den ihr treffen sollt. Wunderbar, ich werde dort sein. Schlupfwinkel der Diebe. Viel Glück. Ich soll zum nördlichen Ende des Lagers gehen, um mich mit der Diebesgilde Es zu war mir treffen. eine Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Okay, das ging ja relativ fix. Das müsste sie dann hier sein. Ah, und Glint ist auch wieder hier. Schön. Yes, that should do it. What? Oh, I didn't see you there. Well, I did. Obviously I did. I'm talking to you. I must have. But it took me a while. Sorry. What were we talking about? Okay, Glint hat nicht wirklich was zu sagen. An excellent day for whatever you're after. Hallo, mein Name ist Rinvis. Hallo, ich suche nach etwas Außergewöhnlichem. Ihr wolltet mich treffen, hier bin ich. Ich habe gehört, ihr baut im Lager eine Diebesgilde auf. Ich bin hier, um euch aufzuhalten. Ich habe gehört, im Lager gibt es eine Allianz unabhängiger Geschäftsleute. Ich möchte Mitglied werden. Ich weiß, dass ihr Mitglied dieser mächtigen Diebesgilde seid, die versucht, aus dem Krieg Profit zu schlagen. Löst sie sofort auf oder bezahlt den Preis. Möchte Mitglied werden? Hey, das glaube ich nicht. Als was sie mir sagte, der Held von Balestro würde mich treffen wollen, wusste ich, dass meine Tage gezählt sind. Ich will mal kein Masfarka, deswegen sage ich euch etwas. Wir schränken unsere Aktivitäten von nun an ein. Ja, Generalin Steinhand Bericht erstatten. Well, look who we have here. The hero of Baldur's Gate deigns to walk among us. Aren't you supposed to be spelunking in Kaelor's caverns? Ich habe mir gedacht, ich melde mich zuerst bei euch. Ich habe mich um die Diebesgilde gekümmert. That's the way to get things done. Tell me, what did their faces look like when you kicked their rumps all the way through Dead Man's Pass? So erledige ich meine Dinge. Sag mir, wie sahen ihre Gesichter aus, als sie den ganzen Weg durch den Pass der toten Mannes getreten habt? Ich wünschte, ich könnte es euch sagen, aber als ich etwas Druck auf ihre Anführerin ausübte, ergriff sie die Flucht. Die Gilde wird uns keinen Ärger mehr bereiten. Not the perfect outcome, but a decent one. I'm grateful for your help, and the gratitude of a dwarf lasts longer than the mountains. Nicht das perfekte Ergebnis, aber ein anständiges. Ich bin dankbar für eure Hilfe und die Dankbarkeit eines Zwerges hält länger als die Berge. Now, what's the price we agreed on? 300 gold, was it? Nun, wie hoch ist der Preis, auf den wir uns geeinigt haben? 300 Goldmünzen? Oder? Ja, richtig, 500 Gold, General. I believe you're right. Here you are, Hero. Now, get moving. We've got a war to win. Ich glaube, ihr habt recht. Bitte sehr, Held. Jetzt macht euch auf den Weg. Wir müssen einen Krieg gewinnen. Ja, die Erfahrungspunkte sind mir alle Male lieber. Dann reden wir mal hier mit den beiden. Den sollten wir ja uns melden. Ah, glad you came. This is Fossi Dugdeep. Ah, Herr Benway, bevor dass ihr gekommen seid, darf ich vorstellen, Fossi Tiefschürfer. Nett euch kennenzulernen. Freue mich, eure Bekanntschaft zu machen, gnädige Frau. So spricht nur jemand, der mich nicht kennt. Sag bitte, Lancy, was kann so wichtig sein, dass meine Reise zu den Höhlen unter Drachenspeer sich deswegen verzögern muss? Ihr habt mir gesagt, ich soll Tiefschürfer finden und das habe ich auch. Was wollt ihr jetzt? The same as you, I imagine. Victory over the Shining Lady. Minimizing our forces' losses as we achieve it. Your arrival and impending departure for the caverns beneath Dragonspear give us some new options in that regard. Fossi, tell them about the barrel of potion of explosion. Das gleiche wie ihr nehme ich an. Den Sieg über die strahlende Dame erringen und die Verluste unserer Streitkräfte bei diesem Vorhaben minimieren. Eure Ankunft und die bevorstehende Reise zu den Höhlen unter Drachenspeer geben uns diesbezüglich einige neue Möglichkeiten. Fossi, erzähl ihm von dem Fass mit dem Explosionstrank. Das ist kein Fass mit Explosionstrank. Es war ein Fass mit Explosionstrank. Genau gekommen sind
dies, das Dutzend Fässer, deren Explosion ihr auf der Eberfellbrücke verhindert habt. Wenn ihr jetzt isst, das ein Fass voller Brosch. Brosch, das ist witzig und einfacher zu sagen. Was gibt es da nicht zu mögen? Das Brosch ist ein destilliertes, explosives Konzentrat. Wenn man es an der richtigen Stelle unter Drachenspeer platziert wird, könnte es uns einen beachtlichen Vorteil verschaffen, wenn wir die Burg angreifen. Ihr wollt, dass ich ein Fass mit Explosionstrank unter Drachenspeer aufstelle? Ein Fass mit Brosch, kein Fass mit Explosionstrank. Und keine Sorge, in meinem gesamten Leben habe ich nur einmal einen schwerwiegenden Fehler gemacht. Dieses Jahr. Also nehmt das Fass, verwahrt es sicher, versteckt es da, wo es den Kreuzzug am meisten schaden würde, und wenn ihr zurückkehrt, Brosch. Verstanden? Gut. When you're inside the caverns, consult this amulet each time you come to an intersection. It will guide you to the best placement for the barrel. Now, Fossi, would you please excuse us? Benutzt dieses Amulett in den Höhlen und an jeder Kreuzung. Es wird euch zur idealen Stelle für dieses Fass führen. Und jetzt, Fossi, würdet ihr uns entschuldigen? Was sich in Ordnung. Ich meine, es ist an der... Es ist ja mein Zelt, aber ja gut, ich werde dann einfach hier rübergehen. Tschüss. The explosives are just one strategy I formulated to undermine our enemy. I've another that you might help with. These flasks contain poison, taken from a priestess of Talona we captured and interrogated. Her evil works can now be turned to the greater good. Die Sprengstoffe sind nur eine Strategie, die ich konzipiert habe, um unseren Feind zu schwächen. Ich habe noch eine, bei der ihr helfen könntet. Diese Flaschen enthalten ein Gift, das wir von einer Priesterin von Talona haben, die wir gefangen genommen und verheiratet haben. Ihre bösen Werke könnten nun dem Allgemeinwohl dienen. We know Dragonspear is being supplied via the caverns you'll be visiting shortly, if all goes as planned. If you put a few drops of this in the enemy food supplies and water, we would have an edge when we finally confront the Shining Lady. Wir wissen, dass Drachenspeer über die Höhlen versorgt wird, die ihr in Kürze durchlaufen werdet. Wenn es wie geplant verläuft, wenn ihr ein paar Tropfen davon in die Nahrungs- und Wasservorräte des Feindes schüttet, hätten wir einen Vorteil, wenn wir endlich der strahlenden Dame gegenüberstehen. Die feindliche Armeen vergiften, ihr widert mich an, Delancey. Das versteht also eine Wache aus Tiefwasser unter Ehre. Was, Sprengstoff ist eine Sache, aber der Einsatz von Gift, das geht so weit. Ich will nicht mehr davon hören. Das würde uns einen erheblichen Vorteil verschaffen, aber die Umsetzung wäre mit einem erheblichen Risiko verbunden. Das heißt, ich möchte eine erhebliche Belohnung. Ich werde den Anhängern der strandenden Dame gegenüber genauso viel Gnade walten lassen, wie sie es bei mir getan hätten. Ja, mit dem Gift. Nehmen wir die drei. Do this, and you'll be more than adequately rewarded, I assure you. Wenn ihr dies verbringt, werdet ihr mehr als angemessen belohnt, das versichere ich euch. Ja, die ersten beiden sind eher für gute Charaktere you gewesen. Are doing the Sword Coast a great service. May fortune smile upon you in your mission. Ihr weiß, der Schwerküsse einen großen Dienst bringen. Ihr möge das Glück euch auf eure Mission begleiten. Lebt wohl. Terrorgift erhalten. Muss man die tragen? Ja, die müsste man tragen. Das machen wir dann, wenn wir in der Höhle sind. So, mehr gibt es hier allerdings nicht zu tun, nehme ich mal an. Aquamarin. Toll, mit wie vielen Leuten muss ich noch über Schlachten reden? I have many fine wares. Oh, ihr seid es. Braucht ihr etwas? Darf ich euch etwas fragen? Ist dies euer erster großer Feldzug? Euch ist doch klar, dass ich die beschäftigste Person im Lager bin, oder? Ich habe keine Zeit für Geschwätz. Aufseher und Doppelschnelle glaubt, ich sollte mehr von denen lernen, die gegen die strahlende Dame kämpfen. Ich werde nicht viel von eurer Zeit in Anspruch nehmen, das verspreche ich. Schön, wenn ihr dann verschwindet, stellt eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Schnell. Ihr sagt, ihr wärt die beschäftigste Person im Lager? Das bezweifelt ihr. Truppen brauchen Waffen. Sie brauchen Essen, frisches Wasser, Kleidung, warme Stiefel, Decke und Bettzeug. Diese Expedition hätte es ohne mich nicht eine Meile außerhalb von Baldur's Tor geschafft. Was hat euch dazu veranlasst, euch dieser Mission anzuschließen? Habt ihr euch freiwillig gemeldet oder wurde es euch befohlen? Ich habe schon früher kleine Missionen der flammenden Faust mit Vorräten beliefert und ich bin stolzer Bürger von Baldur's Tor. Als man mich anfragte, stimmte ich freiwillig zu. Bereitwillig zu.
Ist das die größte Schlacht, die ihr Vorräte geliefert habt? Bei weitem. Die Organisation, die erforderlich ist, um diese Mission fortzusetzen, ist enorm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das während der letzten Drachenspeerkriege bewerkstelligt wurde. Vielen Dank, dass ihr meine Fragen beantworten habt, Quintiermeister. Das weiß ich sehr zu schätzen. Es ist schön, über etwas anderes zu sprechen, als wie viele Wanzen pro Schlafmatte als akzeptabel angesehen werden. Wenn ich Zeit hätte, würde ich euch vom letzten Drachenspeerkrieg erzählen. Unholde, die aus der Burg hervorkamen, die Stadtwache von Tiefwasser und der flammende Faust kämpften Schulter an Schulter. Dann strömten die Teufel ein zweites Mal heraus und wüteten bis nach Dolfurt. Ich interessiere mich für Geschichte. Vielleicht schreibe ich Geschichte bei diesem Unterfangen. Jetzt muss ich mich wieder an die Arbeit machen. Viel Glück. Oh, und es wird Nacht. So, dann reden wir mal mit... Kann ich jetzt irgendwo hinreisen eigentlich? Nee, alles noch immer unerreichbar. Did you need something, young one? Braucht ihr etwas, Kind? Ich habe mit den Leuten in den Lager gesprochen, wie ihr vorgeschlagen habt. Das freut mich zu hören. Sagt mir, was habt ihr von euren Verbündeten erfahren? Jeder hat einen eigenen Grund, Teil der Mission zu sein. Und jeder Grund hat seine eigene Berechtigung. Einige Leute sind aus beruflichen Gründen hier, andere aus Pflicht oder Neugier. Es gibt keinen Konsens. Die Menschen erzählen sich Geschichten, um ihren Handlungen zu rechtfertigen. Sie verstehen nicht wirklich, warum sie hier sind. Nicht jeder wollte mit mir reden. Vielleicht schämen sie sich, zuzugeben, warum sie hier sind. Ich bin nicht sicher, ob die Leute ehrlich zu mir waren. Ich frage mich, ob sie mir vertrauen. Nehmen wir mal die Eins. I'm glad you took my request seriously. Finding out about your allies helps you understand them. It might also help you understand yourself. Here, take this old medal of mine. I had it enchanted at one point. Ich bin froh, dass ihr meine Bitte ernst genommen habt. Wenn ihr etwas über eure Verbündeten herausfinden könnt, ihr sie besser verstehen. Es könnte euch auch helfen, euch selbst zu verstehen. Ihr nehmt meine alte Medaille. Ich hatte sie einmal verzaubert. Ihr könnt sie besser brauchen als ich. Da bin ich sicher. Im Gespräch mit anderen Koalitionslager habe ich viel gelernt. Und eine Halskette. Oh, ETW. Augen des Bogenschützen? Nö. Geben wir ihr. Sie hat keinen so hohen ETW. Wo ihr braucht, nur zu fragen. So, damit haben wir auch die Queste abgeschlossen. Das heißt, wir können jetzt noch gucken, wo wir hinreisen können. Bart des toten Mannes ist ziemlich nah. Okay, dann reisen wir halt da mal hin. Feinde haben ihnen Be on your guard. This place was practically made for an ambush. Die Luft an diesem Ort ist abgeschottet und schwer. Es ist, als hätte man dem Bereich sämtliche Energie und Kraft entzogen. Corvin sagt, seid auf der Hüppe, dieser Ort ist wie gemacht für einen Hinterhalt. Was ist das für ein Ort? Ich spüre, wie mir das Atmen schwer fällt und wie meine Magie komplett versagt. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Da ist Brenno hier, okay. Ja? Try to keep up. No! Aha! My spell! I'll recover. Here we go. Again. Okay, das war nicht so gewollt. Oh, ich habe gar keine Quicksave gemacht. Wie kann ich helfen? Worum geht ihr braucht, nur zu fragen. Night is a friend to those be on your guard. Purpose. This place was practically made for an ambush. Zauber gescheitert, okay. Ihr braucht nur zu fragen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.
Ich kann also hier nicht zaubern. Aber ich werde hier einfach mal speichern. Let's Play 013 speichern. Und dann machen wir hier jetzt erstmal einen Cut und gucken dann weiter. Also, bis gleich.